Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren 3.15 PTU Wave 1 Folge. Ich zeige euch alle Inhalte und wir legen heute mal los und gehen rein ins Verse. Dazu müsst ihr jetzt, das ist jetzt neu dazugekommen, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, die Freundesliste ist nicht weg, keine Sorge, die kommt, wenn ihr euch verortet habt. Aber zunächst müsst ihr natürlich ein kleines Figürchen erstellen. Dann nehmen wir unseren Sitko, der ist es nicht, der ist es, und dann sagen wir Beginn Blending. Dann nehmen wir uns noch eine Schnieke Terenzil Gedächtnis Augenfarbe hier raus. Die Haare, die werden wir auch noch kurz ein bisschen ändern hier, damit die Friseurkosten nicht so hoch werden. Und schon sind wir ready fürs Verse. Und hier müsst ihr jetzt euch einen Ort auswählen. Und das ist jetzt neu dazugekommen. Alles, was ihr bis jetzt in euren Hangar habt, auf der Seite von Robert Space Industries, wird nun hier auf diesen Orten verortet, wo ihr euch jetzt als erstes hinbegebt. Normalerweise, wenn ich jetzt so für mich ins Verse gehen würde, würde ich wahrscheinlich Lorville nehmen, weil Lorville ist schön in der Mitte. Lorville hat noch einen Vorteil, dass wenn ihr sterben solltet, werdet ihr nicht in Lorville spawnen, weil Lorville hat noch kein Krankenhaus, sondern ihr spawnt dann praktisch mit eurem neuen Charakter. Euer Imprint sozusagen ist oben bei Everest Harbor hinterlegt und somit seid ihr halt ruckzuck wieder mitten im Verse und könnt weitermachen. Deswegen ist Lorville halt momentan noch wirklich ein guter Ort, um da sich zu verorten. Dazu kommt auch noch, dass wenn eure ganzen Sachen da sind, an diesem Ort, dann könnt ihr wirklich nur an diesem Ort auch darauf zugreifen. Also entweder ihr seid unten auf Crusader in Orison, dann könnt ihr wirklich nur unten darauf zugreifen und aber auch oben an der Orbitalstation, in dem Falle wäre das dann Crusader. Und das Schöne ist, dadurch, dass ihr dann in Lorville seid und dann in Everest Harbor oben dann euch da verortet habt oder da wiederbeleben wird, könnt ihr da auch auf die Sachen zugreifen, die ihr dann normalerweise unten in Lorville hättet. Ne? Deswegen ist Lorville da eigentlich ganz gut. Ansonsten, wenn ihr dann wegfliegt, zum Beispiel, wenn ihr dann von PO nach Grimhex fliegt, Grimhex habt ihr dann keinen Zugriff mehr. Dann ist es wirklich das, was ihr dabei habt, das habt ihr dabei, sonst seid ihr wirklich verloren. Müsst ihr zurückfliegen und euch dann wieder neu eindecken. Ne? Das wird uns sowieso jetzt die ganze Zeit begleiten. Ich werde aber schon mal hier in den Ladebildschirm gehen, denn hier wird uns jetzt nochmal Set as Primary Residence angeboten. Das sagt er nochmal, bist du dir wirklich sicher, dass du dahin willst? Da sagen wir dann, ich weiß nicht genau, okay. So, und dann geht's in den Ladebildschirm. Das dauert beim ersten Mal relativ lange. Und genau, und es ist wirklich so, und das habe ich jetzt schon oft in der PTU-Phase erlebt, dass man wirklich losfliegt und denkt, oh Mist, Multitool vergessen, weil nicht ausgerüstet. Oder sonst irgendwas vergessen, nicht genug Medipens eingepackt, ein Undersuit vergessen, hatte ich auch schon. Ne? Da hatte ich mich in der Carrick zum Beispiel verortet, da kann man sich halt verorten, aber das erzähle ich euch alles nochmal, also keine Sorge, das müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben. Die Carrick ist zum Beispiel ein Schiff, die hat Tierstufe 2, die kann euch, oder ich glaube sogar im Moment sogar Tierstufe 1, die kann heute euch auch wirklich wiederbeleben, wenn ihr sterbt. Und das ist auch gut so, weil, stellt euch mal vor, das würden jetzt nur Krankenhäuser können im Moment. Dann wäre es ja so, dass wenn ihr mal auf Exploration-Tour geht und sterben würdet in einem anderen System, wo eigentlich nichts ist, dass ihr dann irgendwie ja, zig Systeme weiter dann wieder erwacht. Ne? Ich denke mal, dass so große Schiffe, gerade Exploration-Schiffe und auch die Medivac und auch die Apollo, die werden auf jeden Fall, denke ich mal, Tier 1 Betten haben, wo ihr euren Imprint hinterlegen könnt. Aber auch das werde ich euch alles noch in einer separaten Folge genau erklären und zeigen. Was ist der Unterschied zwischen einer Carrick? Was ist dann im Vergleich zu einer Cutlass Red? Was kann die Cutlass Red jetzt? Das werden wir auf jeden Fall alles machen. Ganz in Ruhe und nach. Jeden Tag gibt es jetzt eine kleine Folge. Heute möchte ich euch gerne ganz kurz das physikalische und lokale Inventar zeigen. Dann denke ich mal, gehen wir auch nochmal zu einem Schiff. Dann werde ich euch das Schiffsinventar auch nochmal zeigen, was das bedeutet, was das kann, was es im Moment kann, was es in Zukunft kann soll. Da werde ich euch ein bisschen was zu erzählen. Dann werden wir uns noch kurz den Rucksack angucken. Das machen wir aber im Zusammenhang des physikalischen Inventars, also unseren persönlichen Inventars. Und dazu gibt es dann auch den Asset Manager in der MobiGlass-App, die Nick-Nex-App oder Nick-Nick-Nex heißt die. Das heißt sowas wie Krimskrams. Und ja, dann schauen wir uns noch das Krankenhaus an. Und das soll es dann für die erste Folge gewesen sein. Das ist dann wahrscheinlich auch schon echt lang.
Und in der nächsten Folge geht es dann weiter durch Orison. Denn dort sind auch viele neue Sachen dazugekommen, die zeige ich euch dann. Und dann, ja, werden wir uns nach und nach, wir gucken uns natürlich die Hercules Starlifter M2 an, schmeißen mal ein paar Bomben ab. Das werden wir wahrscheinlich aber im Koop machen, damit wir auch ein bisschen was verbomben können. Dann fliegen wir nach Grimhex, gucken uns das an, werden uns bei Everest Harbor aufhalten und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Zeug, was ich euch hier zeigen kann. Und das mache ich. Ne, da freue ich mich auch schon drauf und wie gesagt, aber ich lasse mir da Zeit, ich will das jetzt nicht überstürzen, wir machen das alles ganz in Ruhe und Gemach. Ja, und jetzt muss er hier mal laden und ich hoffe, das macht er jetzt auch, aber es macht er. Also wie gesagt, das erste Mal dauert immer ein bisschen länger. Ich werde euch dann auch ein bisschen was noch zu den Medikamenten jetzt erzählen, ganz grob, was es für unterschiedliche Medikamente und Möglichkeiten gibt. Aber diese erste Folge ist wirklich nur ganz grob erstmal so eine Art Overview für euch. Und in den nächsten Episoden werde ich dann nochmal genauer darauf eingehen, was jedes Medikament bewirkt, was es genau für Vorteile hat, was es für Nachteile hat. Es gibt halt auch immer, ja, für jedes Medikament gibt es halt Vor- und Nachteile. Außer, glaube ich, der Medipen, der hat keine Nachteile, außer dass er euch natürlich einen Medikamentenlevel gibt. Der ist jetzt auch neu, dass ihr praktisch, wenn ihr auf 100% seid, dann seid ihr wirklich total dulle in der Birne. Und aber das zeige ich euch alles. Ich zeige euch das alles ganz in Ruhe. So, und ich würde sagen, bevor der sich jetzt hier noch einen Wolf lädt, machen wir hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder und machen dann weiter mit der Folge. Ich denke mal, ich werde zum Krankenhaus laufen und da starten wir dann. So, Freunde, da sind wir. Ich habe es geschafft. Und der Ladebildschirm hat sich dann irgendwann doch entschlossen, mich ins Worst zu lassen. Hier geht gerade die Sonne unter. Orison ist jetzt in seiner V2-Version mit der 3.15 released worden. Einige Sachen sind neu. Das Krankenhaus wurde ausgebaut und ist jetzt nahezu final da. Dann haben wir da hinten jetzt den Showroom. Den gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode an. Und es gibt noch ein, zwei andere Geschäfte und die schauen wir uns auch noch an. Aber als erstes möchte ich euch ein bisschen was über den Equipment Manager bzw. das persönliche Inventar erzählen. Wenn ihr jetzt F1 drückt und ihr geht in ein Mobiglas, dann seht ihr, nanu, wo ist denn der Equipment Manager? Ist ja gar nicht mehr da. Richtig, ihr werdet das wahrscheinlich auch im Laufe der 3.15 anfänglich noch mindestens 80 Mal machen, ne, dass ihr hier reingehen wollt, euch equippen wollt und dann, ist ja gar nicht mehr hier. Ihr müsst nämlich jetzt erstmal F12 drücken, um den Chat auszumachen, aber um in den Equipment Manager zu kommen, in das persönliche Inventar, müsst ihr nun I drücken. So, dann geht er in so eine Ansicht und dann seht ihr auf der rechten Seite jetzt alles mehr oder weniger gut, ne? Das baut sich jetzt so langsam auf, ne? Das ist alles noch so ein bisschen träge. Deswegen, alles, was ich euch jetzt zeige, ist immer Status Quo des PTUs gerade und das ist jetzt wirklich die erste Welle oder der erste Patch der ersten Welle und deswegen kann auch viele Sachen noch nicht wirklich gut funktionieren. Und was wir jetzt sehen, ist das lokale Inventar, also alles, was wir hier auf der rechten Seite ist, hier auf Orison oder in Orison auf Crusader verortet. Und, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn ihr oben nach PO fliegt, also zu der Orbitalstation der jeweiligen Orte, könnt ihr darauf auch noch zugreifen. Alle anderen Orte, da geht das nicht. Ne? Ich müsste mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir jetzt in einem Schiff vor Port Olisar sind. Ich glaube, da geht das auch noch. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch nicht mehr im Orbit, so kann man es sich wahrscheinlich am besten merken, von Crusader befindet, habt ihr keinen Zugriff mehr auf dieses lokale Inventar. So, und hier seht ihr, ich bin ja jetzt schon etwas länger dabei, das ist elendig viel Zeug. Ne? Und das baut sich natürlich alles so langsam auf und das ist alles so ein bisschen träge noch. Das wird hoffentlich noch ein bisschen besser werden. Ne, ihr seht auch auf der linken Seite, da ist immer so eine kleine Beschreibung dabei von dieser ganzen Geschichte, wenn ihr darüber geht. Ne, ist ganz cool gemacht. Ihr seht halt immer so ein bisschen, ich glaube, das ist der Wert, oder nee, die Standard-Cargo-Units. Ja, genau. Ach so, das ist wahrscheinlich der Platz, den das einnimmt, dieses Teil, was ihr da oben seht. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Infos zur Rüstung zum Beispiel, wie viel Damage Reduction es zum Beispiel hat. Ne? In dem Fall, wenn ihr Temperatur wissen wollt, steht hier nicht bei. Also es gibt so ein bisschen Info dazu. Ist eigentlich ganz cool. Hoffe, das gibt es dann irgendwann auch in Deutsch. Das würde ich ganz cool finden. Auf jeden Fall erstmal so viel dazu. Dann habt ihr die Möglichkeit,
Möglichkeit, hier oben Filter einzuschalten. Das geht aber momentan nicht, wenn ihr schon runtergescrollt seid, weil er klippt sich dann immer hier oben das erste Teil, macht den Text auf und dann könnt ihr hier drauf drücken, wie ihr wollt. Ihr müsst dann wirklich erstmal ganz nach oben scrollen. Wie gesagt, das ist Status Quo. Und dann könnt ihr diesen Filter hier aufmachen und dann geht auf der linken Seite so eine Tabelle auf und dann könnt ihr hier einzeln sortieren. Dieser Knopf, der funktioniert leider auch noch nicht. Ich denke mal, der soll einfach alles anmachen. Vermute ich mal, oder alles ausmachen. Das ist so ein Alles-Knopf, denke ich mal. Ne? Aber wir wollen uns jetzt erstmal so ein bisschen equippen. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das funktioniert und wie ich euch empfehlen würde, da am Anfang erstmal ranzugehen. Ihr seht auch hier, Orison, das lokale Inventar, ist auf 42% mit all meinen Sachen, die ich habe. Da geht noch ein bisschen was. Ich denke mal, das wird dann gegebenenfalls auch noch ein bisschen erhöht. Und alle anderen Inventare haben sowas natürlich auch. Das lokale Inventar hat natürlich extrem viel an Platz. So, wir wollen auf jeden Fall erstmal uns jetzt umziehen. Und dazu gehe ich jetzt erstmal auf Undersuits, denn ich möchte einen anderen Undersuit anziehen. So, dann gehe ich auf Apply, klippe mir das an und dann kommt auf der rechten Seite meine ganzen Undersuits, die ich habe. Was jetzt nicht funktioniert, ist, man nimmt sich einen Undersuit, den zum Beispiel, und zieht den hier rauf. Da sieht man, da passiert halt nichts. Ne? Den kann man jetzt loslassen. Ach doch, haben sie geändert. Super cool. Ne? Vorher war es nämlich so, da musste man nämlich, hat doch nicht so richtig funktioniert. Da musste man eigentlich erst alles ausziehen und auch musste auch erst den Helm ausziehen, weil sonst hat er das nicht gemacht. So, wir versuchen es nochmal. Nehmen wir mal den hier. Ne? Und so sollte das Ganze dann noch aussehen. Und wenn wir dann loslassen, Drag and Drop, dann hat er den dann an. Ne? So. Dann haben wir, sagen wir, okay, Undersuit ist weg. Ne? Die machen auch ständig hier wieder was dran. Das kann mit dem nächsten Patch auch schon wieder ganz anders sein. Ne? Wir werden uns das natürlich in der Live-Version alles dann nochmal genauer angucken. Und da hat sich auch schon viel getan, ne, in der ganzen Geschichte. Das sah am Anfang der ganzen Testphase noch ganz anders aus. Jetzt wollen wir auf jeden Fall uns erstmal einen Helm raussuchen. Ne? Ich mache das alles einzeln, weil dann habe ich einfach so ein bisschen bessere Kontrolle dazu. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist auch alles gut. Ne? Dann nehmen wir uns am besten mal, ja, hier kommen wir, nehmen wir uns den, setzen den hier oben hin, zack. Und das Schöne ist, sobald er hier oben sichtbar ist, ist er auch schon an eurem Körper. Also wenn ihr I drückt und wieder rausgeht, dann seid ihr equipped. Ne? Der wird nicht nachgeladen oder so, das ist halt instant, wird das da reingeladen. So, dann wollen wir uns natürlich noch einen Korpus holen, denn wir haben ja immer hier noch keine Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen, weil natürlich an so einem Undersuit, da sind keine Taschen dran, ne? Das geht halt nicht. Deswegen müssen wir uns halt erstmal ein bisschen was nehmen, wo wir auch was dran packen können. Und ich würde sagen, wir nehmen uns einfach hier mal so eine pinke Rüstung mit hier. Die ziehen wir uns mal an, zack. So, das ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt auf der linken Seite 8K, ne, das ist das, was die pinke Rüstung jetzt tragen kann. Und wir könnten jetzt theoretisch so viel rüberziehen, wie wir hier noch Platz finden. Ne? Zum Beispiel sowas, wenn wir da mal gucken. Ich klappe die Filter mal zu. Das geht auch wieder. Ja, genau so. Wenn wir jetzt mal gucken, das ist zum Beispiel 15K. Ne? Würde hier zum Beispiel gar nicht reinpassen. Ne? Also wenn wir das jetzt rüberziehen würden und sagen, ach, wollen wir mitnehmen? Nee, da oben. Ne? Not enough available SCU. Ne? Also wieder rüber, geht nicht. Müssen wir uns was anderes überlegen. So, dann gehen wir wieder auf Filter. Klicken das aus, nehmen uns dann noch ein paar Arme mit, obwohl, doch, nehmen wir uns ein paar Arme mit. Komm, wir machen das einmal jetzt komplett fertig. Machen wieder auf Apply. So, man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen, ne? Das ist wirklich neu und, ne? Und geht hier wieder zack, lässt wieder los und die Arme sind dran. Das gleiche machen wir dann mit den Beinen. Die Arme haben übrigens keine Cargo Capacity, ne? Also da könnt ihr nichts mit transportieren. Aber ihr könnt mit den Beinen was machen. Ne? Da nehmen wir dann auch wieder die Armor hier von der Rüstung, ne, damit das alles so wunderbar zusammenpasst. So, und jetzt seht ihr gleich auf der linken Seite, kommen jetzt die Beine dazu mit 5K. Ne? Das ist schon mal wieder ein bisschen mehr. Das hilft so, da kann man Medpens reinpacken, was zu essen, was zu trinken, das kann man da wunderbar machen. Das kommen wir dann da unten zu, ne? Das wird dann da unten noch. Letztendlich macht man hier dann gar nicht mehr viel. Was mir noch fehlt, fällt mir gerade ein, ist so eine Art vorgefertigte Rüstungssets, dass man sagt, das ist meine Rüstung, zum Beispiel Yellow Hands Rüstung, die möchte ich abspeichern und wenn ich dann da drauf drücke, zack, zieht er die an. Das würde ich mir noch wünschen. Das wäre echt cool. Aber ich denke mal, sowas wird noch kommen. Das macht ja auch keinen Sinn, warum das jetzt nicht kommen sollte. Ne? Das ist ja auch wie die erste Iteration und das wird alles schon noch passieren. So,
Jetzt werden wir aber mit der 3.15 nicht drumherum kommen, uns einen Rucksack mitzunehmen. Und da gibt es jetzt im Verse, das werde ich euch im Laufe der Zeit auch noch zeigen, hier auf Orison gibt es auch ein paar Rucksäcke, die könnt ihr kaufen, die solltet ihr auch kaufen, gibt es verschiedene Größen, die an leichte Rüstungen passen, die an schwere Rüstungen passen. Die hier zum Beispiel passen an schwere und mittlere Rüstungen. Wenn ich jetzt eine leichte Rüstung an hätte, nur mit 20% oder 10%, könnte ich diesen gar nicht ausrüsten. Das heißt, wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste gedrückt halte, diesen Charakter drehe und ich diesen Rucksack nehme, dann zeigt er mir hinten diesen Punkt an. Wenn der den nicht anzeigt, kann diese Rüstung diesen Rucksack nicht tragen. Ne? So, und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt haben wir 76k und da geht schon jede Menge rein. So, jetzt sind wir doch erstmal schon mal ganz gut ausgerüstet. Privatklamotte, da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht zu. Wir gucken uns jetzt erstmal alle Waffen an. Ne, der obere Punkt, der ist immer, der zeigt immer die ganze Kategorie an und das können wir bei den Waffen schon ganz gut machen. Und dann nehmen wir uns hier mal ein schönes Gewehrchen mit. Hier nehmen wir hier mal die Schrotflinte, packen uns die mal hier irgendwie an die Seite. So, jetzt klebt sie. Genau, das wird noch nicht so richtig gut dargestellt, aber das ergibt sich irgendwann. Dann könnten wir theoretisch an die andere Seite auch noch eine packen. Dann könnten wir noch die hier dran packen. So. Ah, der zeigt die immer so in der Mitte an. Das ist auch noch ein Fehler. Da, das ist auch schon im Issue Council. Aber wie gesagt, das relativiert sich irgendwann. Irgendwann hängt die da. So, dann können wir sagen zum Beispiel, ach komm, dann nehmen wir noch hier so ein Pen mit. Ne, den können wir dann hier vorne ranhängen. Wird auch wunderbar angezeigt. Dann noch eine Knifte an der Seite. Können wir auch noch hinpacken. Ne, hier so eine Handknifte. Das ist auch zum Beispiel auch noch, dass die so komisch da geschrumpft sind. Das ist auch noch nicht wirklich richtig. Ne? Also es ist halt, wie gesagt, ist noch PTU. So, zack. Aber ist doch schon mal ganz cool. So, dann haben wir die Waffen ausgestattet. Und das Schöne ist jetzt, ne, und das, da hatte ich ja mit der 3.14, hat lange zu knapsen mit, Mobiglas auf, Waffen suchen, richtiges Zeug suchen. Das geht jetzt, auch wenn es nicht so aussieht, viel, 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 viel schneller als vorher. Denn wenn beispielsweise, dass man jetzt sagt, man möchte jetzt eine Waffe haben, so, die jetzt, ne, dann kann man sofort sagen, alles klar, zack. Jetzt möchte ich mich halt mit irgendwelchen Waffensets beschäftigen. Ich glaube, ich habe gar keine. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber zum Beispiel Scopes und alles, das lässt sich jetzt viel einfacher ausrüsten. Ne, das ist, ich glaube, ich habe gar nicht wirklich, genau, das ist Armo. Also ich habe keine Munition. Das muss ich mir jetzt alles erst kaufen, weil es gibt ja ein Vibe, ne, das ist alles nicht da. Aber man kann halt sofort hier Munition, zack, 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 ranklippen. Das geht jetzt viel, viel schneller. Das Einzige, was noch ein bisschen kommen muss, ist halt dieses das ist alles noch so ein bisschen zu sämig, finde ich. Das muss noch ein bisschen, ne, alleine wenn ich jetzt die Maus ganz schnell hin und her bewege, das Ding ist so, fühlt sich halt noch nicht so richtig flüssig an, das Ganze. So, dann können wir uns ein Multitool mitnehmen. Sollten wir jetzt auch immer tun, ne, mit der 3.15, wird unheimlich wichtig werden. Und wir können uns hier noch einen MedPen an die Seite packen. Da werden wir uns aber gleich auch noch ein bisschen weitere zulegen. Ne? Da snappt man die dann hier so ran. Man kann zum Beispiel auch mit dem Mausrad ranzoomen, dann sieht man so ein bisschen besser was. Und dann ist man sofort schon equipped. So, das ist der erste Punkt. Jetzt darf man sich aber nicht davon verwirren lassen, dass, wenn ich jetzt Apply mache, mal gucken, ob er dann nochmal alles anzeigt. Genau, dann ist alles wieder da. Dass all das hier immer da ist. Das ist es nämlich nicht. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Und da muss man sich wirklich sehr, sehr früh dran gewöhnen. Es ist wirklich nur bei Orison und bei PO in diesem Fall verfügbar. Wenn ihr woanders hinspringt, nach Port Ulis, nach Lorville oder nach Mycotech oder nach Area 18 oder wie auch immer, dann ist das weg. Da habt ihr nichts mehr von. Ihr habt dann nur das am Körper und sonst gar nichts. Ne? Und das müssen wir uns jetzt wirklich in die Birne kriegen, dass wir dann hier auch Sachen packen. Ne? Dass wir sagen, okay, ich bin im Lorville und möchte jetzt noch auf jeden Fall noch mein T-Shirt mitnehmen. So, zack, dann packe ich das in den Rucksack. Macht er nicht? Gibt's doch wohl nicht. Muss doch ein T-Shirt da reinkriegen. Wie hat das denn? Da muss ich erstmal gucken jetzt hier. Kann nicht sein. So, warte mal. T-Shirt. Das hat Volume 7. Boah, das passt da nicht rein, ne? Ist ja Wahnsinn. Aber der passt rein hier. Nee, auch nicht, oder? Doch, warte mal. Doch, der passt rein. Ne, ich nehme noch den Helm mit zum Beispiel. Und ich nehme auf jeden Fall noch ein Ersatz-Multitool mit. Ne, weil man kann ja nie wissen. Ne, so. Und ich nehme mir noch auf jeden Fall ein Messer mit. Ne, so. Zack. Ne? Und was man halt mitnehmen möchte. Da muss man wirklich jetzt planen. Ne? So. Gut.
so viel dazu. Wenn ihr jetzt I drückt, ne, dann seid ihr wieder draußen und ihr habt die Klamotte halt auch sofort an. Ne, so sieht das jetzt aus. Da hängt das dann an der Seite. Ne, der wird sich dann auch noch irgendwann einkriegen hier. Ja, ne, und so equippt ihr euch jetzt. Total cool. Also müsst ihr mit I machen. Eine richtig coole Sache noch, die zeige ich euch auch noch, bevor ich sie dann komplett vergesse. Wenn ihr euch jetzt einen Rucksack gepackt habt, ne, wie den hier zum Beispiel. So. Ich werde noch mal ganz kurz hier die Rucksäcke auswählen. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Das sollte man auf jeden Fall einmal wissen. Oh, auch das, ne? Klickt, dann dauert das, dann dauert das, dann dauert das. Das muss alles noch schneller werden, ne? Aber das wird, denke ich mal. Wenn ich jetzt sage, okay, ah, nee, der Rucksack, der gefällt mir farblich nicht wirklich gut. Den möchte ich gerne wieder hier reinpacken. Ne, so, dann ist der da drinne und dann denke ich mir, ah nee, Mist, ich wollte da ja noch was rausnehmen, ne? Und man muss jetzt nicht das wieder aufsetzen, wie alles rüberziehen. Man macht jetzt einfach rechte Maustaste, Open und zack, sieht man hier unten den Backpack und kann alles dann wieder in den neuen Backpack reintun. Ne? Beispielsweise jetzt, man setzt jetzt den hier auf. So, zack. Ne? Dann kann man sagen, so, okay, ja, ich möchte nur den, dann wechsle ich den jetzt einfach wieder. Ne? Und schon packt der von dem einen Rucksack die ganzen Sachen dann in den anderen Rucksack rein. Ja, ich weiß, es ist wirklich neu und man muss sich da erstmal dran gewöhnen, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat und das alles noch ein bisschen flüssiger läuft, dann wird das, ist das wirklich eine richtig coole Sache, was Cloud Imperium Games sich da überlegt hat. Echt richtig geil. Und das Ganze gibt es auch mit Raumschiffen, das werden wir uns dann gleich nochmal angucken, wenn wir mit dem Krankenhaus fertig sind, dann mache ich nochmal einen kleinen Cut. Denn wir haben jetzt auch in den Raumschiffen ein Inventar. Wir können jetzt alles das, was wir jetzt hier haben vor Ort, können wir auch in ein Raumschiff packen. Wie zum Beispiel die Carrick, die ist halt sehr groß. Wir können aber auch was in eine Arrow packen zum Beispiel. Ne? Oder in eine in Gladius zum Beispiel. Ne? Dazu gibt es halt das, dieses lokale Raumschiff-Inventar. Und da können wir dann auch Sachen mitnehmen. Natürlich auch, je größer das Raumschiff, umso mehr können wir natürlich dann da reinpacken. Wir könnten theoretisch alles, was wir hier haben, je nachdem, ob dieses Schiff es tragen kann, in das Schiff reinpacken, umziehen nach Lorville, alles wieder da in das lokale Inventar in Lorville packen und dann wäre alles da. Ne? So ist das. So, da kommt gleich auch noch eine wichtige Sache und zwar gibt es ja hier jetzt mit den Krankenhäusern, ist ja das Medical Gameplay mit reingekommen. Es gibt jetzt nicht nur verschiedene Assets, die wir kaufen können, Heilungspistolen oder verschiedene Medpens, die verschiedene Sachen bewirken, sondern es gibt auch den Imprint, das hatte ich euch ja schon mal im Zuge der Lore-Geschichte erzählt, dass der Imprint praktisch ist unsere Sicherheitskopie unseres Selbst, so will ich es mal nennen. Und dieser Imprint ist jetzt hier automatisch in Orison in diesem Krankenhaus verortet. Das heißt also, wenn wir wirklich sterben, bleibt unser Körper vor Ort liegen, wir kriegen einen neuen, so eine Art Slave und dieser Imprint wird da reingespult und je nachdem, wie stark unsere Verletzungen letztendlich waren, tragen wir halt was davon. Das ist zwar noch nicht drin, aber das wird kommen. Wo ich aber darauf hinaus will, ist, wir können das ändern. Ja, wir können zum Beispiel sagen, ah, nee, ich möchte nicht hier spawnen, ich möchte meinen Imprint woanders hin transferieren, wie zum Beispiel auch dann nach Grimax zum Beispiel ins Krankenhaus, ne? Oder in irgendein anderes Krankenhaus. Da geht man dann hin an einen Monitor, sagt Imprint transferieren und dann wird praktisch das alles dahin transferiert und wenn man dann stirbt, erscheint man da. Das, und darauf wollte ich hinaus, hat aber keine Auswirkung auf eure persönlichen Sachen. Die bleiben trotzdem hier. Die bleiben auf jeden Fall immer hier, denn das hier ist euer Heimathafen und hier sind eure Sachen verortet. Ne? So, das wollte ich euch noch sagen. Aber mit dem Imprint, das erzähle ich euch gleich noch. So, wir checken mal ein. Ne, dann gehen wir hier hin. Das müssten wir aber eigentlich gar nicht, weil wir sind eigentlich hier eingecheckt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel woanders seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und ihr seht dann immer, hier ist euer, das ist euer Flur, also eure Etage und das ist euer Raum. Ne? Also Flur 6 oder Etage 6 und Raum 4. Ne? Da haben wir dann Zugang. Und ich würde sagen, da gehen wir erstmal hin. Hier ist sonst alles gleich geblieben. Die kann man mittlerweile nicht mehr anpacken, aber die Betten, die kann man nehmen. Ne? Da kann man weiterhin noch was machen. Man kann sich mittlerweile auch drauflegen, glaube ich. Zumindest meine ich das mal irgendwo gesehen zu haben. Kann aber auch sein, dass sie das schon wieder weggenommen haben. Doch ich glaube, das müsste... Ja genau, lie down, ne, das geht. Denn ihr könnt ja jetzt auch Kumpels damit irgendwie ins Krankenhaus bringen. Das zeige ich euch aber alles noch in einer separaten Koop-Folge. Wir gehen trotzdem einmal ganz hier rum. Das ist auf jeden Fall eine Apotheke. Da könnt ihr euch Sachen kaufen. Das machen wir auch gleich noch. Und hier könnt ihr eure Versicherung oder beziehungsweise euren Imprint unter anderem transferieren, wenn er jetzt nicht hier sein sollte. Das ist natürlich dieses
tolle Licht da oben, so ist ein bisschen besser. Wir sehen jetzt auf der linken Seite Current Regen Location, also unsere aktuelle Regenerationslocation ist halt hier. Ne, da seht ihr ein Bild von Orison, ihr seht halt auch Primary, das wird auch so ein bisschen beschrieben. Also das ist unsere aktuelle und wären wir jetzt woanders, ja, dann würde hier jetzt der andere Ort stehen, das würde immer da stehen. Und da würde der andere Ort stehen und dann hätten wir hier einen Pfeil und da könnten wir sagen, bitte den Imprint transferieren. Und dann würde praktisch das Bild nach da wechseln und dann würde man sehen, ne, so, das ist jetzt das Neue. Und man sieht halt auch so ein bisschen, dass das Tier 1 ist, das stand halt oben auch drauf, ne, dass das halt eine Facility ist mit Tier 1, also das Beste, was es halt gibt. So, aber das werden wir uns auch alles im Laufe der Videos noch genauer angucken. Und dann habt ihr jetzt hier noch kleine Informationspanels, aber das war, glaube ich, vorher schon da. Wir gehen hier hinten nochmal hin. Da war aber, glaube ich, sonst nichts Neues. Nee, das ist alles alt. Da steht das Bett drin. Hier kommen wir nach wie vor nicht rein. Das ist der Restroom, aber der geht auch nicht auf. Das ist die Raucherkanzel. Genau, ne? Hier ist noch ein Fahrstuhl. Aber ich glaube, der macht im Moment auch noch nichts. Es wird verschiedene Stationen geben. Da könnt ihr dann Kumpels reinschieben. Und dann drückt ihr den Fahrstuhlknopf, ne, wie zum Beispiel viele Hangarmodule. Das zeige ich euch aber gleich auch noch. Da könnt ihr dann eure Kumpels reinschieben, drückt den Fahrstuhl und dann werden die automatisch dann ins Krankenhaus gebracht. Was aber neu ist, ist jetzt hier dieser Elevator. Ne? Da könnt ihr rein, da gibt es zwei von. Dann müssen wir jetzt in Floor 6. Haben wir ja gerade gesehen. Das ist unsere Etage. Da ist unser Zimmer. Und da würden wir dann jetzt spawnen, wenn wir wirklich sterben würden. Ne? Oder wir müssten dahin gehen, wenn wir sehr stark verletzt sind. Wenn uns ein Kumpel hierher bringt und wir humpeln nur noch, dann müssten wir dahin gehen und uns dann tatsächlich heilen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Schilder lesen hier. Da oben geht es dann 6, 4. Ich glaube, wir waren in 4. Ne? So, dann habt ihr hier vorne, ne, kommt da raus aus dem Fahrstuhl. So, die Etage sieht auch ungefähr immer gleich aus. Dann habt ihr hier eine kleine Rezeption. Da seht ihr auch schon, ne, 601 bis 604 und da 605 bis 608. Also wir müssen links lang, sagen der Dame nochmal guten Tag. Hallo. Nee, die ist beschäftigt. Ne, die Rollis, die gehen auch noch nicht. Ne, da denke ich mal, die werden auch irgendwann gehen, dass wir uns da reinsetzen können und da so mit rumcruisen können. Können wir hier so ein Rollstuhl-Wettrennen machen auf der Etage. Ne, ansonsten alles sehr, sehr schön gestaltet hier, finde ich. Ne, mit diesen Beeten. Sieht echt toll aus. Ne, die Rollatoren, weiß ich gar nicht. Die kann man, glaube ich, mittlerweile auch noch nicht wirklich. Das ging ja mal, ne, aber das haben sie wieder rausgenommen. Die machen auch noch ein paar Probleme. Seht ihr, die zuppeln ein bisschen. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen. Was auch neu dazugekommen ist, ist, dass die Ärzte und die ganze Gesellschaft hier, die ganzen Leute in den Krankenhäusern wirklich gut mitmachen, gut mitarbeiten. Ne? Er zum Beispiel flirtet gerade. Ne? Ihr ist das so ein bisschen unangenehm. Ne? Das ist echt gut gemacht. So, das könnte ich mir vorstellen, wird noch irgendwann so ein Informationspanel werden. Dann haben wir hier wunderbare Aussicht nach draußen. Ne? Mit den ganzen Deckenpaneelen. Wirklich toll. Und dann kann man hier einmal so rumlaufen. Ne, wir müssten jetzt eigentlich auf der anderen Seite rum, aber wir gehen einfach mal hier lang. Ne, überall auf der linken Seite seht ihr jetzt, da sind halt Räume. Da kommt ihr halt rein, indem ihr hier drauf drückt. Aber wir kommen jetzt hier nicht rein, denn wir sind ja hier nicht verortet. Das ist ja nicht unser Zimmer. Ne? Überall stehen dann hier auch Liegen. Die könnt ihr dann theoretisch alle nehmen. Die Liegen sind die einzigen Sachen, die momentan funktionieren. Alles andere braucht ihr jetzt gerade gar nicht ausprobieren. Obwohl, das Ding, das kenne ich gar nicht hier. Nee, genau nicht. So, und wir müssen jetzt gucken, wo ist unser Zimmer? Das ist 608. Was haben wir hier? Das ist gar kein Zimmer. Das ist irgendwas anderes. So, ich denke mal, da hinten ist unser Raum. Genau, der müsste sein. Dann gehen wir da hin, machen das Ding auf. Und dann sehen wir, unser ganz persönliches Krankenhauszimmer. Freunde. Und das sieht doch mal echt cool aus, oder? Also ich finde das so schön gestaltet. Total geil. Hier, das Ding können wir uns übrigens mitnehmen. Das ist einmal umsonst. Können wir dann gleich hier equippen. Oder storen können wir das. Besser noch. Equippen. Ja gut, hat er jetzt wahrscheinlich. Achso, das hat er jetzt equipped. Genau, das können wir dann mit, ich glaube mit 6, glaube ich. Genau, zieht er das wieder. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, store. Store. So, und dann hat er das im Equipment. Hier, müsste das hier drin sein. Da, ne? Zack, hat er eingepackt. So.
Sonst, glaube ich, kann man nichts nehmen. Ja, ich hatte schon mal so ein bisschen rumgesucht, aber hier sonst ist nichts, was ansteht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, ob man damit irgendwie was machen kann. Vielleicht irgendwann. Aber sonst seht ihr selber, ne? Sehr, sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet. Ne? Echt toll. Wo man eigentlich hier nie sein möchte. So, aber das Zentrum oder das Herz dieses Ganzen ist natürlich dieses Bett. Da könnt ihr rangehen. Ihr könnt einmal Open machen. Ich glaube, hier habt ihr dann auch nochmal ein Inventar. Da könnt ihr noch was storen. Das ist auch nochmal euer persönliches, eure persönliche Storage hier. Ja, da kann man was hinterlegen, was vielleicht gerade nützlich ist, wenn man erwacht, ja, gerade auch in Bereichen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt verortet ist, dass man halt sagt, ich mache mir hier ein paar Undersuits rein, damit ich einen habe, wenn ich erwache. Denn wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit einem Krankenhauskittel spawnen und habt alles das, was der alte Körper hatte, ist weg. Ne, das liegt dann da, wo der gestorben ist, da müsst ihr dann hin, euch das holen und sonst habt ihr das halt verloren. Sonst ist das weg. Ne? Deswegen erstmal vielleicht nicht mit den ganzen Subscriber-Sachen rumlaufen. Ne, das, was ich mache, ist jetzt halt relativ riskant. Denn wenn ich halt sterbe oder so, dann ist das, wie gesagt, nicht mehr für mich verfügbar. Aber PTU, völlig egal. In der Live-Version sieht das Ganze dann halt ein bisschen anders aus. So, und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir können uns dann hier hinlegen. Ja, dann fährt da oben so ein kleiner Monitor vor. Und dann sehen wir auch nochmal die Information, das hier ist auf jeden Fall Treatment Tier 1, also Tier 1 Stufe. Und wir haben jetzt hier so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns jetzt einmal so ein bisschen um unsere Gesundheit kümmern, dann klicken wir darauf. Dann sehen wir hier, oh ja, uns geht super, alles blau, 100%, keine Drogenintus, wunderschönen Puls, ne, alles super. Ne, steht hier auch, nichts Besonderes passiert. Das werden wir uns natürlich noch angucken. Wir werden uns natürlich dann irgendwann selber nochmal über den Haufen ballern. Das wird sich dann noch ändern. Dann haben wir an dem Bereich, da können wir dann rüber switchen. Da haben wir dann die Möglichkeit, was zu unternehmen. Und hier können wir uns dann auch noch mit Medikamenten versorgen. Das Schöne ist, genau dieses Display hat zum Beispiel auch die Cutlass Red. Ne, wir können uns in der Cutlass Red, und das ist halt das Geile, wir brauchen halt keine Medipens, um uns zu versorgen, weil mit einer Cutlass Red können wir uns auch so mit Medikamenten können wir uns mit Medikamenten versorgen. Hier unten sieht man dann den Blood Drug Level. Umso mehr Medikamente nimmt, umso mehr steigt das. Der rote Level, das wird dann irgendwann riskant. Und Automate gibt es auch noch, dass er einfach selbst was vorschlägt. Allerdings funktioniert das irgendwie noch nicht so richtig. Ne? Zumindest habe ich das noch nicht rausgefunden, wie das funktionieren soll. So, jetzt macht er hier auch gerade keine Sachen. Ne? Aber wie gesagt, PTU, ne? Aber im Grunde genommen funktioniert es halt so. Ne? Ihr könnt euch hier halt versorgen. Einmal könnt ihr euch hier, wie gesagt, mit Medikamenten versorgen. Das wird auch nötig werden. Hier könnt ihr verschiedene Heilstufen euch dann auswählen, dass er sagt, ich möchte das einstellen. Dann macht man bestätigt und dann macht das Bett halt gesummt, summt rum und macht so Sachen. Und dann wird man praktisch so gesehen in dem Tier 1 Bett wahrscheinlich komplett geheilt werden. In der Carrick zum Beispiel, das ist ja Tier 2, da wird das halt nicht so sein. Ihr könnt da zwar ein Imprint hinterlegen und spawnen, wenn ihr sterbt, dann seid ihr natürlich auch gesund. Aber wenn ihr verletzt seid und eine zu schlimme Verletzung habt, könnt ihr euch in der Carrick beispielsweise mit Tier 2 nicht komplett heilen. Das geht nicht. Das geht auch nicht mit keinem Schiff. Da müsst ihr dann wirklich ein Krankenhaus aufsuchen. Das hat aber nichts mit dem Imprint zu tun. Das hat nichts mit dem, wenn ihr sterbt, wo ihr dann wieder spawnt, zu tun. Das geht in so einem Schiff wie der Carrick dann trotzdem. Ne? Und da könnt ihr dann euch trotzdem aber auch versorgen mit solchen Sachen, wenn hier jetzt was stehen würde. Wir sind ja kerngesund. Ne? Aber wenn es sehr schwere Verletzungen sind, sagt er, okay, erstmal okay, aber na, so richtig heile ist man da noch nicht. Zeige ich euch aber alles auch später nochmal. Das ist erstmal jetzt nur zum Überblick. Ich weiß, das ist mega viel und es ist auch, man muss sich da wieder mit beschäftigen und wir haben jetzt auch den Vorteil, dass wir die Zeit haben, um das zu tun. Ich denke so immer an Leute, die irgendwann in Star Citizen einsteigen und die dann auch sagen, was mir jetzt auch schon öfter mal vorgekommen ist, das ist mir alles viel zu kompliziert, es ist alles viel zu viel. Ne? Wo ich mir dann aber denke so, aber ist doch geil, ich würde mir teilweise sogar wünschen, dass ich alles nochmal von vorne entdecken kann und ja, gut, ist dann wahrscheinlich nicht das richtige Spiel. So, und dann haben wir ja auf der Seite noch, und das ist auch das Coole, wenn wir uns jetzt hier behandeln, ja, dann kann unser Kumpel, der kann in diesen Monitor hier gehen und das alles beobachten. Das ist auch total cool. Ja, dann sieht er genau das alles, was wir machen, das kann er natürlich hier nicht machen, weil wir liegen da jetzt ja nicht. Aber er kann uns, wenn wir jetzt da zum Beispiel liegen, ja, kann er uns über diesen Monitor dann auch behandeln. Also wenn da jetzt einer liegen würde, würde das blau werden und ich könnte das dann genauso für diesen Patienten machen. So, und dann haben wir auf der Seite
Regeneration. So, und da sehen wir jetzt zum Beispiel das, was ich euch vorhin gesagt habe. Ne? Das ist unser primärer Ort und Orison. Ne? So, Current Regeneration, Orison. So. Und da, wenn wir jetzt zum Beispiel in Grimhex wären, würde hier ein Bild von Grimhex sein. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen aber wieder in Orison, dann können wir hier sagen Transfer Imprint. Und dann würde von Grimhex nach Orison das transferiert werden und wir werden wieder hier verortet. Ne? Das müsste man halt gucken, wie man das letztendlich handelt. Das wählt man wahrscheinlich dann je nachdem aus, wo man sich befindet oder wo man sich oft befindet. Ich denke mal, am interessantesten wird es irgendwann, wenn wir wirklich ein anderes Sonnensystem anfliegen. Dass wir sagen, okay, jetzt fliege ich irgendwo hin zu irgendeiner Stadt, in ein Krankenhaus und verorte mich in dem anderen Sonnensystem in einem Krankenhaus dort. Ne, so, ich glaube, dann das wird halt richtig interessant werden. Genau, so viel erstmal hier oben zu den Etagen und zu den Krankenhäusern. Ich denke mal, ich habe an alles gedacht, hoffe ich zumindest. Dann verlassen wir das Ganze nochmal wieder. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Knickknacks-App. Das hatte ich euch ja vorhin auch schon gesagt. Und hier seht ihr jetzt, wo euer ganzes Zeug, was ihr besitzt. Also jetzt besitzen wir ja im Moment, weil wir haben uns ja noch nichts gekauft, besitzen wir ja nur das, was wir wirklich mit ins Spiel gebracht haben. Und das ist natürlich, ne, in Orison alles verortet. Das können wir dann aufmachen. Und wir sehen auch alles, was hier verortet ist. Ne? Das ist auch echt schön gemacht. Teilweise fehlen noch ein bisschen die Bilder. Und auch wenn man hier raufklickt, dann sieht man hier auf der rechten Seite nochmal ein schönes Bild. Ne? Eine schöne Animation. Kann hier oben sich noch ein bisschen informieren. Das ist das Gleiche, was, wenn ihr I drückt, ne, und über diese Sachen scrollt, dann seht ihr das da. Was, das steht, ist das Gleiche, was hier steht. Ne? Und wenn ihr jetzt länger Star Citizen spielt, dann werden hier irgendwann verschiedene Sachen auftauchen. Ne? Dann wird zum Beispiel irgendwann Grimhex auftauchen. Lorville. Sogar Planeten, sogar Stationen auf Planeten. Ja? Das dann zum Beispiel steht Daima. So, dann geht ihr auf Daima, dann steht da Kudoore Mining. Und dann geht ihr darauf und dann seht ihr, da ist ein Schiff von euch zum Beispiel. Und das ist dann da verortet. Ne? Ja, und so habt ihr dann einen Überblick über all das, was ihr besitzt und wo was zu finden ist. Ne? Das könnt ihr noch alles kategorisieren, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich suche jetzt was ganz Bestimmtes, ich suche jetzt ein Fahrzeug von mir, ne? Also ein Vehikel, ein Raumschiff oder ein Fahrzeug, geht dann hier drauf und dann seht ihr halt nur, ach nee, das sind ja Waffen, nee, ist ja nicht, ach nee, Vehicle Weapons, so, das heißt das. Auch mal dran gewöhnen, ist auch irgendwie neu. Ne, so, hier sind dann die Fahrzeuge. Aber dann seht ihr, das ist halt alles, ist jetzt alles hier. Ne, auch eure ganzen Schiffe, ne, das ist auch so eine Sache, die sind alle hier verortet. Die könnt ihr bei PO zwar jetzt auch noch rufen, aber auch hier gilt, wenn ihr dann nach Grimhex fliegt, müsst ihr die claimen. Die sind nicht da. Ne, die könnt ihr nicht rufen. Alles, was ihr wirklich hier, das sind alles hier verortet. Ne, so. Muss man sich dran gewöhnen. Also alles irgendwie überall abrufbar haben, ist Essig. Könnt ihr knicken. Ja, und das ist die Knickknack-Apps. Mehr kann man da fast eigentlich gar nicht zu sagen. Ist cool. Also ist schön übersichtlich, einfach, wenn man was sucht. Wunderbar. Irgendwann wird man die brauchen. Im Moment ist es natürlich noch relativ einfach, weil im Moment, ja, wissen wir ja, wo die Sachen sind. Ne, Orison. Aber wenn man dann irgendwann lange im Verse ist, gerade auch in anderen Sonnensystemen, dann, ja, dann sieht das irgendwann anders aus. So, eingecheckt sind wir. Wunderbar. Das ist natürlich auch erstmal die Healing Tech Tier 0, ne, was alles hier, das wird noch alles ausgebaut, das wird alles ausgefeilter, aber ist auf jeden Fall noch mal eine schöne Sache. Ne, und auch so, wie die Leute da arbeiten, ne, das ist, ja, denke ich mal, auch erst die erste Iteration dieses Dr. Nurse and AI Behaviors, denn es wurde uns ja angekündigt, dass die Doktoren und auch eine Krankenschwester irgendwie in unserem Raum sind, wenn wir aufwachen und uns begrüßen. Das ist zum Beispiel jetzt noch nicht drin. Das heißt aber nicht, dass es das nicht eventuell bis zur Live-Version dann schaffen wird. Ne, es kann sein, dass das halt noch kommt. Ne, die Dinger können auch noch nichts. So, kann man einfach mal so tun, als ob so... So, alles gut. Dass man hier sich noch nicht einen Pilz wegholt. So, fliegen wir wieder runter mit unserem Sausefahrstuhl. Und gehen nochmal so ein bisschen shoppen. Da werden wir uns jetzt nochmal ein bisschen Zusatz für unsere Multitools holen. Denn da gibt es jetzt auch einen Medical-Aufsatz für und auch eine Medical-Batterie. Das Multitool ist jetzt nicht das erste Mal zweiseitig bestückbar. Also nicht, ihr packt nicht nur ein Modul rein, sondern ihr müsst noch eine Batterie mit reinpacken. Und das zeige ich euch auch jetzt. Ach, übrigens, na, kann ich euch kurz zeigen, das Multitool könnt ihr jetzt auch hier ziehen. Na, das geht jetzt. Allerdings könnt ihr es nicht anschmeißen. Gut, abgesehen davon ist sowieso noch nichts drin. Ne? Ich denke mal, das wird aber noch kommen, dass ihr jetzt auch hier Sachen heilen könnt.
Das müssen wir aber auch nochmal probieren. Es kann sein, wenn wir vor uns einen haben, der geheilt werden muss, dass wir den auch hier dann heilen können. Das schauen wir aber nochmal. So, das ist nicht die Apotheke. Die Apotheke ist da hinten. Da gehen wir nochmal ganz kurz hin. Und es gibt ein Cure Life Medical Tool. Ne? Und das macht so eigentlich im Moment das gleiche wie das Multitool. Ne? Ihr braucht eigentlich nur eins davon, um die Sachen zu heilen. Aber wir kaufen erstmal ein, würde ich sagen. So, wir haben jetzt erstmal diese verschiedenen Pens. Das erste ist, das ist ja der Medical Pen, den kennen wir ja, ne? Der heißt jetzt Hemozahl. Der heilt die HP, stoppt Blutungen und wiederbelebt uns während des Down-Status. Ne? Das ist das, wie es halt angegeben wird. Da sollten wir auf jeden Fall welche mitnehmen, denn der ist nach wie vor extrem wichtig. Nehmen wir einfach mal 6 mit. Dann haben wir Sterogen. Sterogen ist zu erkennen, dass er halt orange ist. Und das ist praktisch der maskiert halt die Blutsicht und die gedämpften Audioeffekte, reduziert aber die Ausdauerregeneration, reduziert maximale Ausdauer insgesamt, keuchende Audioeffekte und reduziert Nahkampfkraft. Das heißt, wenn ihr dann in einen Faustkampf geratet, dann schwubbelt ihr mit den Fäusten nur so ganz leicht nach vorne. Ne? Das sind halt die Nebeneffekte. Das hatte ich ja schon gesagt. Jeder Pen hat Vorteile und halt auch Nachteile. Ne? So, und dazu erhöht er halt auch den Drug Level. Ne? Das kommt halt auch noch dazu. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur Overview. Ich werde euch das alles noch genauer erklären, wenn wir dann uns direkt um das Medical Gameplay kümmern. Da werden wir das auch alles ausprobieren. Nichtsdestotrotz haben wir dann hier so einen, ja, ich sag mal, einen grauen Pen. Und der heißt Dex Detox Pen. Belebt einen überdosierten Charakter wieder aus. Also wenn ihr zum Beispiel überdosiert seid, euer Blood Level ist über 100% und ihr seid komplett down, dann kann man sich den reindrücken lassen oder reindrücken und dann geht es wieder einigermaßen. Ne? Das ist so eine Art ja, Heilung für die Überdosis. Und vorausgesetzt, er befindet sich halt nicht im Zustand der Handlungsunfähigkeit. Ja, genau, wenn wir halt komplett handlungsunfähig sind, dann können wir uns das natürlich nicht reindrücken, weil das geht halt nicht. Und ich glaube, so ein MedPen kann man im Moment noch keinem anderen reindrücken. Ne? Ihr müsst da wirklich, das ist nur für einen selbst im Moment. Das kann aber sein, dass das auch dann noch im Zuge des Lives noch beendet wird. Ne? Er beendet aber halt nicht den Zustand der Überdosierung. Ne? Das ist nur, es geht dann halt, aber überdosiert ist man dann halt trotzdem an der Stelle. So, also zu lange am Stream gewesen. Also, dass der Schaden weiterhin auf den überdosisierten Charakter angewendet wird. Solange Resugara, so heißt dieser graue Pen auch, in einem Charakter vorhanden ist, werden die Abklingraten in allen anderen Drogen verdoppelt. Ne? Das heißt, die anderen Drogen, da wird es halt ein bisschen mehr abklingen an der Stelle, was aber zu einer Verzögerung der Ausdauer führt. Und der Blood Drug Level, die Blood Drug Level Abklingrate wird verdoppelt, was dazu führt, dass der Zustand überdosiert schneller verlassen wird. Ne, das ist halt so ein bisschen, ja, wenn ihr es übertrieben habt, dann zieht ihr euch den halt rein. Ne, wenn ihr halt mal ein bisschen über den Durst gesoffen habt, dann drückt ihr euch den rein und alles ist gut. Ne, das ist praktisch so die Sauerkraut Thüringer Mettwurst Geschichte der Neuzeit. Ne? So, genau. Nehmen wir auch mal ein paar mit. Zack. Zack, zack, zack. Ich nehme mal ein paar mehr, da will ich mir euch auch gleich was zeigen. Dann haben wir den Adrenapen. Da sagt es ja fast schon der Name. Ich packe erstmal ein paar ein hier. So, und zwar maskiert der Betäubungserholung und reduziert Aufprallresistenz. Ne? Das heißt, wenn ihr halt ein bisschen platt seid, dann nehmt ihr den, dann habt ihr wieder ein bisschen mehr Power. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwo runterspringen wollt, was halt gefährliche Höhe ist, dann könnt ihr euch den reindrücken, dann seid ihr ein bisschen unempfindlicher gegen eine Kraftreaktion. Reduziert aber die Bewegungsgeschwindigkeit, also ihr könnt dann nicht mehr so schnell laufen, erhöht die Waffenschwankung, ne? Das heißt, wenn ihr zielt, dann schwubbelt ihr halt so ein bisschen rum mit der Waffe und reduziert ADS-Eingabezeiten. Ne? So, das müsst ihr halt immer wissen, wenn ihr euch diese Dinger reinzieht. So, dann kommen wir zu dem grünen Pen. Na, apropos wackelnde Waffen. So, dann nehmen wir mal wieder ein paar mit. So, das ist der Opio-Pen. Markiert verletzte Fortbewegung, Liegestütz und Armblockaden und Schmerzstillstand. Ist ein bisschen. Erhaltet den Schmerz. So ein bisschen. Ne? So ein bisschen, dass ihr euch, wenn ihr zum Beispiel einen Dattrigen habt, könnt ihr euch den reinziehen, dann sollte das einigermaßen wieder gut funktionieren. So, und dann haben wir noch den Oxypen, aber der interessiert uns im Moment nicht. Das ist einfach nur, wenn ihr euch die Luft aufbleibt, dann müsst ihr euch den reinziehen. Da ist auch gar nicht viel dazugekommen. Ne?
Genau, ich hoffe, ich habe alle, müsste aber so sein. Packt euch da genügend ein, gerade auch MedPens solltet ihr dabei haben, ganz wichtig. So, und dann haben wir hier noch diese Sachen. Und das ist auch ziemlich cool. Hier haben wir einmal diese neue Medical-Kanone. Die sieht nicht nur geil aus, sondern die ist auch sehr, sehr wichtig. Da nehmen wir auch mal 5 mit. Gerade wenn ihr in den Medical-Bereich einsteigen wollt, dann solltet ihr euch hier wirklich welche von besorgen. Und wir müssen hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Wir haben einmal das Lifeguard Medical Attachment. Das ist praktisch das, was ihr braucht, um das Multitool überhaupt mit diesem Medical Kit zu bestücken, damit das überhaupt funktioniert. Ne? Da braucht ihr eigentlich nur eins von. Ne? Das ist halt pro Multitool. Das geht auch nicht leer. Ne? Das könnt ihr einfach, ja, nehmt da halt 3 mit, ne? Falls ihr 3 Multitool löst. Was halt viel wichtiger ist, ist halt dieses Lifeguard Refill. Ne? Das ist nämlich die Dosis, die verbraucht wird, wenn ihr das Multitool benutzt. Ne? Da müsst ihr praktisch, da seht ihr dann so einen Status, der wird dann immer weniger. Wenn ihr zum Beispiel dieses Multitool auf einen verletzten Freund haltet, dann wird das weniger. Und wenn das alle ist, dann müsst ihr das erstmal wechseln. Ne? Und deswegen müssen wir da ein paar mehr mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Und das Ding hier, das ist die Ampulle für dieses Werkzeug, was ich euch gerade gezeigt habe. Ne, dieses Cure Life Medical Tool. Ne? Und da müssen wir auch ein paar von mitnehmen. So. Und jetzt sagt sich der eine an andere wahrscheinlich so, oh Mann ey, das ist aber ganz schön viel. Da ist das Inventar ja dann ruckzuck voll. Und das Schöne ist, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Wir gehen mal zurück, gehen wieder über I ins Inventar. Werden uns dann mal, das ist natürlich alles jetzt hier, ne, alles lokal vor Ort, das wird nicht sofort in euren Charakter geladen, ne, auch das hier, ne, das spinnt alles noch so ein bisschen rum an der Seite, ne? Hier Disco. So, dann geht ihr hier oben rauf, macht Backpack weg, macht hier unten Utilities, da ist das nämlich alles unter, ne, Medical, Crypto Keys, alles da, ne, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wird sehr oft wahrscheinlich angewählt werden. So, und hier haben wir nun die ganzen Sachen. Und das Schöne ist, das seht ihr jetzt schon, dass kleine Sachen, wie zum Beispiel dieser Pen, dass der halt gestapelt werden kann. Warum jetzt hier 5 steht, das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich kann euch auch noch nicht mal sagen, warum uns das jetzt hier oben angezeigt wird. Ich glaube, das ist einfach falsch. Ne? Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Pen. Naja, genau, habe ich mir schon fast gedacht. Und die können wir natürlich alle mitnehmen. Und das sollten wir auf jeden Fall auch tun. Und ihr könnt, ich weiß gar nicht, wie viele ihr auf einmal stapeln könnt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das müssten wir auch nochmal machen. Ne, ob das 50 sind, 100 sind, nur 50, 10, mal gucken. Ne? So, dann haben wir das Ding natürlich. Hier bietet er uns jetzt auch sofort an, dass wir das schon ins Multitool packen können. Zack, machen wir auch. Ne? Und dann seht ihr, jetzt ist das da drinne. Dieses Teil. So. Den Rest nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Dann haben wir hier noch unseren MedPen, den werden wir auch noch hinpacken hier. Die können wir jetzt natürlich auch weiterhin hier ausrüsten, ne, dass wir sagen, wir wollen noch ein paar mehr MedPens mitnehmen. Dann nehmt ihr das, sucht euch hier einen Knubbel aus, zack, dann packt er das da ran. Ne, nochmal einen hier, zack. Und dann nehmen wir nochmal hier einen, so einen ran zum Beispiel. Ne, könnt ihr natürlich das Ganze auch mixen. Ne, das ist noch nicht so wirklich richtig gut hier fixiert. Das ist teilweise echt so ein bisschen frickelig, bis man den findet. Ne, da oben, ne, zum Beispiel Nerd. So, und dann ist der da dran. Ne, und habt da jetzt diese 4 Sachen da ausgerüstet. So, hier seht ihr, ne, da ist dieses eine Teil drin. Und wir wollen natürlich auch noch das andere nehmen. Gut, das ist jetzt so eins. Das können wir auch gleich uns hier ranhängen. Das machen wir aber gleich. So, ich guck mal ganz kurz. Und ihr seht auch schon, diese Pen zum Beispiel, die könnt ihr halt, die könnt ihr nicht stacken. Ne? Das ist halt zu groß, das Ding. So, ich suche aber noch den Dingsbums hier, den, wo ist er denn? Der ist irgendwie nicht dabei, ne? So, den hier. Irgendwie hat er den hier nicht dabei gepackt. Vielleicht ist das auch hiermit. Na, ich suche halt noch die Filler, ne, wo wir die Sachen, diese Ampullen, die wir brauchen. Aber die werden jetzt hier gerade irgendwie nicht wirklich angezeigt. So, wir können aber jetzt auf jeden Fall erstmal den hier ranpacken. So, zack. So, dann hängt er da dran. Ja, ich mach mal zu das Ganze, mach mal auf. Ja, vielleicht muss er auch nochmal neu laden. Ja, das würde ich übrigens auch ganz cool finden, wenn er sich das einfach auch merkt, ne, den letzten Stand. Ne, und nicht immer wieder alles da anmacht. So, machen wir hier nochmal den. Na, jetzt hat er auch keine Disco mehr. Vielleicht zeigt er es jetzt an. Na, nicht wirklich. Nicht wirklich, Leute. Das ist noch nicht gut. Dann machen wir mal einen Issue-Council-Eintrag, würde ich sagen. Ne, machen wir mal hier drucken. So, auf jeden Fall müssten wir uns jetzt hier noch dieses andere Medical-Ding da hinten reinpacken.
und dann würde das halt da drinne sein und dann könnten wir das halt benutzen. Ne? So, ich kann ja nochmal einen kaufen. So, zack. Ich weiß auch gar nicht, habe ich das oder habe ich das gerade gar nicht gekauft? Das kann natürlich sein. Wohl doch, ich habe das gekauft. Weiß ich genau. Ja, die habe ich eigentlich auch gekauft. Zack, 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 zack. Zack. Ne, die könnt ihr übrigens auch stapeln. Ne? Alle kleinen Sachen, die könnt ihr stapeln. Das ist echt ziemlich cool. So. Ne, und ich finde die Waffe, also dieses Ding, sieht doch geil aus, oder? Sieht echt cool aus. Sieht auch zumindest in der Hand ganz cool aus. Können wir aber leider hier nicht ziehen, weil das wird dann wieder doch als Waffe gehandelt. Ich probiere es mal, vielleicht geht es ja mittlerweile. Ich gucke gleich auch nochmal unter Armo. Vielleicht ist das auch unter Armo, dass sie das jetzt hier mit eingesortiert haben. Das kann natürlich sein. Ah ja. Ist Armo. Gut. Ne? Dann können wir das Ding jetzt hier auch direkt nehmen. Wiederum. Zack. Und können das hier auch mit reinpacken. Und somit wäre das Multitool dann letztendlich ready. So, ich weiß gar nicht, ob er es gemacht hat. Doch, da unten hängt es drin. Ne? Seht ihr? Da ist das Teil. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Denn wir wollen das ja auch mitnehmen. Ne? Weil wenn wir diesen Ort verlassen, dann haben wir das nicht an Bord. Zack, zack, zack. Alles in den Rucksack rein. So, hier ist auch das Ding von vorhin noch. Nehmen wir auch noch mit. Stacken wir nochmal hier. Geht da einfach hier drauf. Und dann hat er halt 10 statt 9. Ne? Dann hat er das jetzt gestackt. Und den hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Und was wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen, ist noch eine Pistole. So. Wunderbar. Und wir haben immer noch 50%. Ne? Richtig, richtig cool. Gut. So viel dazu. Ich werde euch im Laufe der ganzen Folgen natürlich immer noch ein bisschen mehr zeigen. Wir werden noch looten können. Dann, wir können Kisten generieren, die wir dann so ins Schiff stellen können. Das wird aber alles noch im Laufe der Zeit erklärt. Hier soll es jetzt erstmal so um das erste persönliche Inventar, um den ersten persönlichen Inventaraustausch gehen und auf das, was ihr halt darauf achten müsst. Und ich würde sagen, ich werde jetzt mal in den Hangar gehen und wir gucken uns ganz zum Schluss nochmal das lokale Inventar in den Schiffen an, das External Inventar, und dann zeige ich euch da auch noch ein bisschen was zu und dann ist die erste Folge erstmal geschafft und in der nächsten werden wir uns dann weiter hier in Orison umsehen und dann geht es immer, immer weiter und wir werden uns alle Inhalte angucken. Also, Freunde, bis gleich im Hangar. So, bevor wir jetzt runtergehen in den Hangar, wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Und zwar nochmal, dass ihr seht, dass alles wirklich hier auf Orison jetzt verortet ist. Ihr könnt die Sachen, die Schiffe zwar jetzt oben noch bei PO rufen, aber wenn ihr dann weiter wegfliegt und den Orbit von Crusader verlasst, dann müsst ihr die Sachen dann claimen bzw. von der Versicherung rufen. Und ja, so läuft das halt jetzt. Und je nachdem, was ihr rufen wollt, ist das natürlich teuer. Deswegen müsst ihr euch auch genau überlegen, mit was ihr los wollt. Denn ihr wisst ja, mit der 3.15, wenn das Ding live geht, gibt es ein Vibe und wir haben alle keine Kohle mehr. Ne? So viel erstmal dazu. Jetzt holen wir uns mal die Endel Pisces. Einfach, um euch jetzt das Beispiel nochmal des Schiffsinventars zu zeigen. Das ist natürlich je nach Schiff größer oder kleiner, ne, was ihr da letztendlich noch reinstopfen könnt. Ne, mit einer Carrying zum Beispiel könnt ihr unheimlich viel mitnehmen. Ne, mit einer Pisces wird das jetzt nicht so viel sein, aber immerhin so ein bisschen was. So, dann fahren wir in den Hangar. Übrigens könnt ihr übrigens doch dieses CureLife-Tool ziehen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel 4 drückt und nochmal 4 drückt, dann hat er das hier in der Hand. Ne? Und dann könnt ihr theoretisch jemanden heilen, wenn er dann da ist. So, geht aber hier nicht. Ne? Aber ansonsten, das Ding sieht echt ganz cool aus. Ne? Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ne? Schon ganz geil. Ne? Drehen kann man das jetzt leider nicht. Aber egal. So, und dann kann man hier Sachen mitmachen. So, kann man hier, glaube ich, noch irgendwas verstellen. Ah, geht aber jetzt nicht. Ah, doch. So, ah ja, okay. Ja, da sieht man halt wahrscheinlich den Wert dann noch. Das Coole ist nämlich, dass ihr, wenn ihr dann einen Patienten anzielt, dann seht ihr auch die Werte, was der braucht und solche. Das ist total geil. Und hier könnt ihr dann noch Advanced-Einstellungen machen. So, ich möchte gerne so und so viel von dem Zeug, so und so viel von dem Zeug. Und dann, ne, oder ihr könnt Auto machen. Dann wird er selbst was bestimmen, was der dann braucht und sowas, ne? Total cool. Richtig geile Sache. So. Müsst ihr übrigens mit F gedrückt halten, dann kommt ihr hier in diesen Modus rein. So. Ne? Total geil. So, wollen wir aber jetzt erstmal nicht.
Erstmal möchte ich euch hier in dem Hangar, das ist jetzt auch neu dazugekommen, dass in den Städten, wo Krankenhäuser sind, gibt es jetzt immer so einen Notfallfahrstuhl. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, da wirbeln die NPCs nur so rum und die sind total verrückt hier. Besser weg, genau. Und dann könnt ihr euren Kumpel, der verletzt ist, den könnt ihr dann zum Beispiel auf so eine Waage legen oder auf so eine. Hier könnt ihr euch jetzt auch hinsetzen. Und dann könnt ihr den hier reinschieben. Dann drückt er hier draußen drauf und dann fährt er direkt ins Krankenhaus und spawnt dann in seinem Bett. Ne, das ist halt so eine Abkürzung. Da müsst ihr halt nicht durch die ganze Stadt juckeln. Wo es das nicht gibt, ist halt Grimhex. Ne, Grimhex, da gibt es zwar eine Außentür, da könnt ihr dann direkt ins Krankenhaus, aber ihr habt halt nicht diesen Notfallfahrstuhl, da müsst ihr halt dann doch ein bisschen durch die Station laufen. Oder humpeln, je nachdem. So, ihr seid jetzt bei dem Schiff. Und wenn ihr jetzt hier reingeht, das machen wir mal. Wir können ja erstmal gucken, ob es auch reicht, wenn man daneben steht. Ne, das ist ja auch mal interessant. Drücken jetzt mal I. Okay, das geht nicht. Da müssen wir wirklich reingehen. Das machen wir mal. So, jetzt sind wir drin. Jetzt sagt er auch, wir sind jetzt in der NB Pisces. Dann machen wir das Ding zu. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir I drücken, haben wir hier oben das Vehikel-Inventar. So, da können wir hinwechseln und dann sehen wir, alles klar, die Pisces kann 650k laden. Und hier können wir jetzt umladen. Ja, wir können jetzt zum Beispiel sagen, mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Die Hose möchten wir gerne in das Vehikel packen. So, ich lasse mal los, zack. Ja, das macht er zum Beispiel nicht. Deswegen, das habe ich mir schon fast gedacht, gibt es halt andere Möglichkeiten. Ne? Ihr könnt zum Beispiel jetzt sagen, die Hose, nimm die mal hier in die Hand. So, dann generiert er jetzt eine Box. So, die hat er da jetzt. Ne? Dann sagen wir Vehikel. Und dann können wir diese Box nehmen und dann die Hose dann in dieses Vehikel packen, zum Beispiel. Dann ist die jetzt aber hier auf diesem Schiff. Das heißt also, wenn dieses Schiff zerstört wird, ist die Hose im besten Fall immer noch als Kiste am Schiff. Da müsst ihr dann zu dem Wrack hin und müsst euch die Hose wiederholen. Wenn ihr das nicht tut, ist die Hose weg. Wenn ihr das Schiff irgendwo anders lasst, an irgendeinem Raumhafen, ihr fliegt woanders hin, diese Hose ist jetzt auf diesem Schiff. Ne? So, da muss man sich jetzt echt dran gewöhnen. Ne? Man kann jetzt halt, wie gesagt, beliebig rumpacken. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ach hier, Medpens will ich auch noch ein bisschen mit im Schiff haben. Ne? Und so kann man sich jetzt zum Beispiel die Carrack vollladen mit Zeug, mit Wasser, mit Munition, mit sonst irgendwas und dann auf große Tour gehen und hat dann immer sein Zeug dabei. Ich kann euch auch schon sagen, nehmt euch Andershuts und Helme mit. Ne? Denn wenn ihr in der Carrack zum Beispiel, also wenn ihr sterbt und ihr spawnt in der Carrack, seid ihr nackt. Ihr habt nur einen Schlüppi an. Ja? Und wenn ihr dann kein Andershut und keinen Helm dabei habt und seid dann in einer ja, atemfeindlichen Umgebung, dann habt ihr ein Problem. Weil dann könnt ihr nichts mehr machen, außer ins Schiff und wegfliegen. Aber ihr könnt nicht mehr raus. Ihr könnt zum Beispiel nicht zu eurem Charakter draußen hinlaufen, der da vielleicht auf Daymar gestorben ist und den looten, weil ihr kommt da nicht mehr hin, weil ihr habt keinen Helm. Ne? Ja, all sowas, da müssen wir uns wirklich dran gewöhnen. Aber das soll es jetzt auf jeden Fall erstmal für die erste Episode gewesen sein. Das ist, denke ich mal, eine Menge Holz, was ihr jetzt verarbeiten müsst. Und das wird nicht abbrechen, das wird noch viel mehr werden, Freunde. Die 3.15, die hat es in sich, das hatte ich ja schon angekündigt. Aber ich finde es mega cool und ich freue mich total drauf, denn das geht alles in die richtige Richtung, es macht total Spaß und ja, mega geil. Also Freunde, bis dahin, bis morgen dann zur nächsten Episode. Macht es gut, tschüss.